Ich bin Christiane de Voss. Ich bin seit 2011 auf einer ganz besonderen Pfarrstelle. In diesem Projekt versuche ich, zusammen mit anderen Jugendliche zu begeistern für dieses, wie ich finde, wunderbare Studienfach Theologie. Und dann versuche ich in einem zweiten Schritt natürlich auch, Leuten deutlich zu machen, dass nicht nur Theologie ein schönes Studium ist, sondern der Pastorenberuf auch einer, der sehr unterschiedliche Leute braucht und auch interessieren könnte deswegen. Am Theologiestudium ist so unglaublich faszinierend, dass es eine sagenhafte Bandbreite in sich birgt. Man hat Berührung mit Texten. Man analysiert philosophische Zusammenhänge. Man lernt ganz viel über geschichtliche Entwicklungen. Wenn man möchte, kann man ganz viel Berührung haben mit Psychologie, mit Linguistik, mit Archäologie. Im Grunde genommen ist Theologie ein Studium Generale. Glauben heißt ja Gottvertrauen. Und wenn ich Gott vertraue, dann gehe ich voller Gottvertrauen durch dieses Studium. Und ich ermutige manchmal Jugendliche, auch wenn das jetzt vielleicht etwas fromm klingt, nicht sie müssen ihren Glauben festhalten, lassen sie sich doch auf dem Weg durch das Studium von Gott festhalten. Also ich möchte zu mehr Gottvertrauen ermutigen. Ja, es haben viele Theologie inzwischen angefangen. In ganz unterschiedlichen Städten, dadurch bekommen wir dann auch immer wieder Rückmeldungen. Wie ist es zum Beispiel in Jena zu studieren? Oder wie ist es, ein Studienjahr in Israel zu machen? Davon kann man auch vieles lesen auf unserer Internetseite. Da fragen wir nämlich auch manchmal Jugendliche, die auf unseren Wochenenden waren und dann irgendwo angefangen haben zu studieren, berichten Sie doch mal darüber, wie es ist, jetzt Griechisch zu lernen. Oder wie es ist, im Ausland zu studieren. So, also da kann man sich auch selber nochmal umgucken und gucken, wie geht es denn dann da anderen? Ist das vielleicht was für mich? Wenn es denen so viel Spaß macht, vielleicht wäre es dann auch was für mich.